So, da bin ich wieder. Ich habe auch gerade zurückgeschrieben. Und wir haben direkt einen Kampf. Yay! Gibt es hier nur diese Quallen Level 5? Geht euch noch zu Jod oder was? Wie steht mit Level 5? 5! Oh, das ist hier so weitläufig alles. Das geht mir tierisch aufs Ei. Oh. Ja, da müssen wir mal ein bisschen kämpfen, ne? Schwimmen macht Spaß, aber man holt sich schnell einen Sonnenbrand. Es kommt darauf an, wo man schwimmen geht. Im Schwimmbad bestimmt nicht. Die Schönheit möchte kämpfen. Also ich finde, da sieht Goldini auf jeden Fall sehr viel hübscher aus als Goldking. Obwohl Goldini schon nicht wirklich schön ist. Ah. Oh nee, ey. Kommt mir auch mit dem Goldking. Das ist so hässlich, Alter. Guck dir's doch mal an. Ah. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kampffisch. Die haben auch so ganz große Flossen. Das hat sich von mir getroffen. Nee, doch nicht. Wow. Oh. Yay. Du hast Schönheit besiegt. Du bist ein ganz schlimmer Finger. Du. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Kerl. Na gut. Diese Gewässer sind trügerisch. Trügerisch. Wo ist mein Getränk? Da ist mein Getränk. So, was haben wir denn hier? Miep. Nein, ich wollte doch gar nicht gut einsetzen. Fuck. Ja, Schlitzer. Ah, hab ich nicht mehr. Dann nimm mal Zerschneider. Und schreien die denn hier alle rum, ey? So, dann ist Shen wohl dran. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Ist auf jeden Fall gegen Wasser sehr effektiv, glaube ich. Noch ein Tendara. Lecker. Oh, jetzt ist es leer, aber ich habe noch eine Flasche, die ich mir aber nicht in den Kühlschrank gestellt habe. Fällt mir gerade ein. Ich habe mir zwar gestern die eine Flasche aus dem Kühlschrank geholt, aber ich habe die andere nicht reingestellt. Nice, super. Ein Seepär. Shen tötet sie alle. Oh, doch nicht. Rauchwolke? Genauigkeit. Ist kalt. Ich glaube, ich ziehe mir nach dem... Also beim nächsten Part was an. Tentoxa, so heißt das. Da gibt es aber noch eine Version, oder? Das sieht mega verpeilt aus. Das sieht in Gold viel böser aus irgendwie. Oh nein, nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Dankeschön. Was? Ey, was macht ihr für Krach da draußen, ey? Kann man hier nicht mal vernünftig aufmachen? Oh, Shannon!
Kann man hier nicht mal vernünftig aufnehmen oder was? Ach, was ist denn da los? Ja, das machst du oder was? Doofkopfchen. Mann, da voll den Krach draußen, ey. Das war gefährlich. Mhm. Hallo? Gibst du mir das Pokémon, auf dem du stehst, wenn ich gewinne? Nein. Oh, Leute. Jetzt kommt hier wieder irgendein LKW hochgefahren. Schon wieder Kühn und Nagel. Jetzt gleich kommt er hier wieder runtergebrettert. 100 Pro. Psystrahl. Nice. Oh, mein Auge juckt. Goldini. Nö. Was? Ach, Mann. Warum juckt denn jetzt mein Auge so? Ach. Ist so hässlich. Und ich habe auch nur noch jetzt 6 Mal. Oh, oh. Ich hab nicht so viel abgezogen. Oh. Jetzt habe ich nur noch 5 Mal Psystrahl. Oh, Goldking ist verwirrt. Komm, greif. Ja, sehr gut. Ah, oh, fast getötet. Nochmal. Nö, Shen muss jetzt hier weiter. Weiter leiden. Halb tot. Jetzt ist es tot. So, wen haben wir jetzt noch? Danis. Das ist gut gegen Wasser. Hier, Mama, ruckzuck, hieb. Müsste eigentlich reichen, oder? Ja, wunderbar. Kapsel. Nö. Donnerblitz. Ja, wunderbar. Da muss ich nicht. Was war denn das anders? Donnerschock? Keine Ahnung. Oh, ich habe verloren. Ich bin hierher geschwommen und nun bin ich müde. Ja, dann solltest du wieder zurückschwimmen. Also mitten im offenen Meer so. Stern, du. Das sieht so komisch aus, ne? Das ist irgendwie. Irgendwie sieht das nicht richtig aus von der Ansicht her irgendwie. Nee, ich war verwirrt. Ich habe rausgeguckt. Ich habe einfach A gedrückt. Das darf ich nicht tun. Dann steht da, willst du mir da Pikachu geben? Ich so, ja. Noch eins. Nö. Gab's das eigentlich mal in der Serie, dass die dem Pokémon Spitznamen gegeben haben? Ich kann mich da so nicht dran erinnern. Yay. Ich bin am Ende meiner Kraft. Okay, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen
sauber gemacht. Es kommen irgendwie sehr wenige Kämpfe. Also ich habe mir mehr gedacht, also dass da mehr Kämpfe kommen. Och. Level 10. 10. 10. Oh, mir ist kalt. Habe ich vielleicht schon 3-4 Mal gesagt jetzt im Part. Ach komm. Das Wasser hier ist sehr flach. Oh, das Wanker. Das Wasser hier ist sehr flach. Ein Mushas. Endlich mal was anderes, ey. Ich habe auch eben mal meine Schildi da den Panzer ein bisschen sauber gemacht. Weil Mr. Turtle. Oh Gott, wie nennt man? Tut nicht so ganze Panzerplatten abstoßen, sondern das schält sich so ein bisschen. Und da habe ich mal vorhin ein bisschen Austoss. Das ist bestimmt die Weiterentwicklung von Mushas. Das ist, sieht sehr episch aus. Und man hat richtig gemerkt, dass eben das... Ich habe mit so einem Schwamm, habe ich erstmal so das Grobe irgendwie abgemacht. Und man hat mal richtig gemerkt, dass dem das hinten am Po, also hinten am Rücken, am unteren Rücken, gefallen hat und je weiter ich nach vorne in Richtung Kopf gegangen bin, desto mehr hat er sich irgendwie gewehrt. Also ich mag das nicht, wenn man dem vorne am Kopf rumfummelt. Platsch. Ja. Ja, noch jemand. Warum reitest du auf wem Pokémon? Kannst du nicht schwimmen? Das ist eine sehr gute Frage. Aber jetzt ist Mr. Turtle wieder sauber auf dem Rücken und sieht nicht aus wie so ein zerfleddertes Pamphlet. Yay! Nö. Dennis hat immer noch volle Energie, voll nice. Yay! Ein Seemon? Das erinnert mich jetzt sehr an Simon von den Rocket Beans. Weil er sagt, wird dann auch immer irgendwie sowas mit. Weil der hat sein Spitzname ist ja Bimon und dann wird immer irgendwas daraus gemacht. Keine Ahnung. Finde ich lustig. Nein. Wie sieht das denn aus? Oh, das sieht voll. Ich will auch einen Seemon haben. Das ist voll hübsch. Also es ist auf jeden Fall, also es sieht sehr nach einer Weiterentwicklung von Seepair aus. Wird auch vom Namen her Sinn machen. Aber so ein Seemann wäre schon was Feines. Mir fehlt eh noch ein Wasser-Pokémon. Nur ich weiß nicht, wen ich dafür rausschmeißen soll. Aber ich glaube, ich lasse mein Team so, wie es ist. Und Dennis ist jetzt, glaube ich, endlich mal der Levelstärkste aus der ganzen Truppe. Endlich mal wieder. Ach ja. Yay! Ich wurde torpediert. Also irgendwas mit Torpedo. Von einem Torpedo getroffen oder so. Das sieht aus wie ein Vibe. Oh Gott, hört mir doch mal auf mit euren Tentachas, ey. Oder Tentacha. Acholo. Ganz schlimm. Für mich ist das ein Tentacher. Ah, da ist noch jemand. Hallo. Die Seeschauminseln sind ein stiller Zufluchtsort.
Ja, deswegen musst du vorher mit mir nochmal kämpfen, oder was? Spinner. Ach, eine Tuse. Die hat so eine Hackfresse. Die kriegt mich voll auf, ey. Oh Mann, ich will auch ein Seemon. Mensch. Ich muss mir mal Seemon aufschreiben. Ich habe ja schon Blutzug und Sichler aufgeschrieben. Blutzug habe ich ein schönes Pattern gefunden. Seemon. Sichler habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Die beiden wollte ich auf jeden Fall noch machen. Oh, meine Nase. Oh. Nein, ich will nicht wechseln. Also Dennis macht hier sehr gute Arbeit, du. Oh, noch ein Seemon. Oh, ich liebe Seemon. Schluss damit! Schluss damit! Wir waren von Oddworld. Yay, wir sind angekommen. Seeschauminseln. Ah. Wie kommt man denn da hin? Ich gehe hier nochmal ins Wasser. Alex war das, glaube ich. Ja. Kommt man hier noch? Nee, das ist dicht. Huh. Oh Mann, ich will nicht in den Tunnel. Wo soll ich meine Pokémon aufladen? Ich hab nur noch Dennis. Das ist alle... Oh, Donnerschock. Ich gehe aber erstmal hier unten lang. Nein. Wir haben immer noch kein Fliegen, ne? Ich lasse mich gerne mit den Fischen treiben. Mit den Fischen. Das fühlt sich bestimmt auch lustig an, wenn die ganze Zeit so Fischis so an die Haut kommen. Okay, die hat bestimmt 35. Habe ich doch gesagt! Wenn die eins haben, dann ist das irgendwie Level höher. Oh. Wie viele Leute hier morgens irgendwie immer vorbeigehen. Kriegt man gar nicht mit, wenn man in der Schule ist. Ist jetzt mal gut. Mal. Schön. Autsch. So. Dann werden wir jetzt gleich mal sehen, was auf uns wartet, wenn wir da jetzt gleich hochschwimmen. Aber das sehen wir dann erst im nächsten Part.